Hey da Leute und herzlich willkommen zu diesem Guide-Video. Diesmal möchte ich euch meinen Prophecy Battle Mage vorstellen. Ich hatte nämlich mal richtig Bock auf irgendwie so ein bisschen Prophezeiungs-Action. Wir gehen mal die einzelnen Karten durch. Ich habe hier den Scharfschützen oder die Scharfschützen-Speerin mit reingebracht. Hat natürlich Prophezeiung. Die Prophezeiung werde ich jetzt mal nicht großartig weiter erwähnen. Jedenfalls, wenn sie beschworen wird, verursacht sie einen Schaden. Den kann ich mir aussuchen. Könnte der letzte Schaden sein, den ich eben dem Gegner zufügen muss oder eben einer anderen Kreatur, die ich jetzt mal loswerden möchte. Der befallene Lied ist ganz praktisch bei Beschwörung, tut er beiden Spielern zwei Schaden zufügen und vor allem auch uns selbst, was wir halt benötigen, um unsere Prophezeiung halt auch eben ausspielen zu können, falls er uns nicht ins Gesicht geht. Dann haben wir hier den Beschützer der Unschuldigen. Ist relativ stark für zwei Magiker, hat Prophezeiung und auch noch Wächter. Also der wurde ganz gut vollgepackt und ist dadurch eigentlich schon ganz nützlich, der Vollbekackte. So, Grausteinverwüster darf natürlich nicht fehlen, weil er einfach 4-1 hat. Ist schon ganz cool, um einfach mal von Anfang an sehr gefährlich zu sein. Initiantin des Kreises hat Prophezeiung und Bestiengestalt. Das heißt, wenn wir eine Rune zerstören, dann bekommt sie plus 2, plus 1. Die kreischende Harpy ist immer wieder sehr, sehr praktisch in vielen der Duelle, die ich bisher beschritten habe, weil sie einfach so die gefährlichen Kreaturen oder die starken Kreaturen oder die Kreaturen, die gefährlich werden könnten in der nächsten Runde, einfach mal fesseln kann. Und somit können halt unsere Kreaturen, wie zum Beispiel der Grausteinverwüster, einfach ungehindert angreifen. So, wir haben jetzt den lauernden Krokodil, unsere einzige neutrale Karte, hat einfach Prophezeiung. So, Camelon hält, verursacht 2 Schaden dem Gegner und hat 4-2. Ist dadurch schon sehr praktisch, auch wenn er keine Prophezeiung hat. Sein bester Freund, der Camelon-Wache, oder die Camelon-Wache, habe ich auch mit reingebracht, weil er einfach unsere anderen Kreaturen dann beschützen kann. Und das könnte auch ab und zu mal wirklich sehr praktisch werden. Der Morgul-Torwächter gibt anderen unserer Kreaturen einfach mal plus 2 Angriff dazu, damit können wir erstens mal mehr Schaden machen und durch den Morgul-Torwächter haben wir auch nochmal einen Wächter dazu. So, der pestkranke Alid, der hat 5-3, das spricht schon für sich und zu Beginn des Zuges fügt er uns 2 Schaden zu, wodurch wir halt auch wieder eine Prophezeiungskarte ziehen können. So, Schildbrecher ist auch ziemlich cool, hat plus 2, plus 2, was er einem unserer Kreaturen vergibt. Und eine gegnerische Kreatur verliert Wächter und damit können wir einfach mal schön durchbrechen. Vertreiben, auch sehr praktisch, wenn uns eine Kreatur mal ziemlich auf den Geist geht, können wir die entfernen. So, Blitz, brauche ich nichts dazu sagen, macht einfach ziemlich BAM. Die Erdknochenweberin habe ich leider nur einmal, könnt ihr auch durch mehrmals reintun. Die ist schon ganz praktisch, weil sie einfach verstummt und zusätzlich noch einen Schaden zufügt. Das ist schon ganz cool. Kampfstreitkolben des Wächters gibt plus 4, plus 0 und hat auch noch ein Schutzschild oder ein Schutzzauber. Und dadurch können wir unsere guten Kreaturen halt eben auch beschützen. So, der Reef, der Schwertmeister, der kostet nur 4 und hat 3, 5 und gibt halt pro Angriff immer 2 mehr Schaden automatisch. Und das ist schon ganz cool, wenn der nicht aufzuhalten ist oder wir es schaffen, gut geschützt zu halten, sagen wir es mal so, dann macht der schon ziemlich Schaden. So ungewöhnlich, aber der ist drin. Waldorg, Kopfjäger. Den habe ich zweimal reingemacht, weil wir hier durch den Grausteinverwüster und den Morkul-Torwächter 6 Orks haben. Und ich kriege es eigentlich schon ziemlich oft hin, dass einer von denen wenigstens dann auf dem Feld ist. Wenn nicht, dann kann man den so ein bisschen noch warten lassen. Und der hat einfach durchbrechen und einen Sturmangriff, wodurch wir einfach nochmal gefährlicher sein können. So, der ist nur optional. Und so, und eine meiner Lieblingskarten, die Schicksalsweberin, die hat Prophezeiung. Und wir ziehen durch sie halt eben noch eine Karte. Und wenn die auch Prophezeiung besitzt, können wir sie nochmal kostenlos ausspielen. Und das ist dann schon sehr, sehr Gold wert.
Und wenn man diese zum Beispiel, das mir auch wirklich mal passiert, dreimal nacheinander die Schicksalsviberin zieht, dann könnt ihr das Board erstmal ja ziemlich voll mit der Schicksalsviberin machen und zieht noch zusätzlich noch eine Karte dazu. Schon richtig cool. Okay, so, wir testen gleich mal das Deck und sehen uns im Spiel. So, wir bestreiten unser erstes Match. Das Wichtigste in diesem Deck, oder mit diesem Deck, ist es natürlich, ja, Aggro zu gehen. Die meisten Prophezeiungskarten, die packe ich für gewöhnlich lieber weg. Das lauernde Krokodil können wir aber gerade mal behalten. Und den Kamelon-Wächter, da er keine Prophezeiungskarte ist, bevorzugt auch lieber. So, wir wollen natürlich direkt gefährlich sein. Das praktisch ist, wir konnten jetzt direkt ausspielen und in der nächsten Runde können wir dann den Kamelon-Wächter oder den Schildbrecher auf das lauernde Krokodil verfrachten. Okay, also ich muss wirklich sagen, diese Kombination des Decks mit den ganzen Orks ist zurzeit unheimlich beliebt. Also wirklich fast jeder zweite Kampf ist, wenn nicht schon fast jeder in letzter Zeit, ist wirklich diese Deckkombination. Das ist ziemlich krass. Okay, wir können jetzt auch den Morkultorwächter spielen. Das wäre eigentlich auch eine recht coole Kombination. Wobei wir auch den Kamelon-Helden spielen könnten. Weil wir zurzeit hier sowieso kein gegnerisches Monster haben. Ich entscheide mich für den Morkultorwächter. Wir machen das so. Dann haben wir da wenigstens leichten Schutz. Okay. Jetzt wird es darauf ankommen, wer von uns den größeren Schaden macht. Das versuchen natürlich wir zu sein. Bei uns der Vorteil ist natürlich, dass wir unsere Prophezeiung haben. Das wird er wahrscheinlich nicht. Was wir machen könnten, jetzt ist es eh vorbei. So, mein ursprünglicher Plan war sowieso, den Kamelon-Helden zu spielen, damit wir dann noch ein bisschen mehr Board reinkriegen. So, falls das gefährlich wird, auf eine der Kreaturen können wir immer noch den Kampfstreitkolben des Wächters drauflegen. So, der hätte den Streitkolben dann sowieso... ja, neutralisiert. So, die könnte auch dann noch praktisch werden, wenn es hart auf hart kommt. So, dann würde ich schon gerne den hier spielen. Und da gehe ich auch direkt rein. So. Und so. Okay. So, was wir jetzt tun können, ist beten, dass irgendeine gescheite Kreatur bei uns in der Prophezeiung steckt. Genau das habe ich gemeint. Und schon können wir uns verteidigen. Ach, ich liebe es, wenn Pläne funktionieren. Da er eigentlich nur noch 3 Schaden braucht... ist uns ein Wächter ziemlich egal. Wäre uns auch so egal gewesen, weil wir Vertreiben oder Schildbrecher haben. So, das ging schnell, Leute. Okay. So schnell kann es gehen, ne?
Wir sehen uns im zweiten Match. So. Okay, die zwei erstmal weg. Die Initiantin des Kreises können wir behalten. So, was wir jetzt auch auf jeden Fall tun werden. Wir schicken erstmal den befallenen Alit raus. Der macht nämlich 2 Schaden. Wenn er nicht aufgehalten kann, werden kann, dann machen wir da nochmal 3 Schaden zuvor. Werden wir aber die Initiantin raushauen, so wie jetzt. So wie jetzt. Und so bekommt sie direkt mal einen Buff. Bam, und ist schon 4-3. Und schon haben wir so ziemlich die Oberhand. Aber was ich mir vorstellen könnte, ist, dass das ein Control-Deck ist. Wie schon gedacht. Das macht die Sache natürlich schwieriger. Ich würde gern den guten Man raushauen, weil wir damit von Anfang an sehr hohe Bedrohungen machen können. Und er wird jetzt alles daran setzen, den hier wegzubekommen. Und bevorzugt natürlich den Speer. Weil durch den Speer kann er danach sowieso nichts mehr ausspielen. So, wir machen jetzt 2 Schaden. Dann nochmal hier. Dann gehen wir da nochmal rein. Sehr gut, der kann eigentlich da nichts mehr machen. So, jetzt kommt noch der pestkranke Alit. Es gibt hier eine Karte, die die komplette Seite zerstört. Wenn wir sehr viel Pech haben, wird er eine haben. Aber da hätten wir auf jeden Fall noch eine Runde. Aber ich gehe das Risiko nicht ein und spiele ihn links. Es war mir sowieso klar, dass er ihn loswerden möchte. So schnell wie möglich. Dadurch kann er halt nicht mehr viel machen. Okay. Wir machen hier erstmal Bam. Jawohl. Jawohl. Bam. Bam. Und weg damit. So schnell geht das, Leute. So schnell. Das Deck ist schon sehr, sehr aggressiv. Okay. Da die Matches so schnell gehen, dann machen wir direkt noch ein drittes. So, die letzten 2 Matches gingen sehr, sehr schnell. Mal schauen, wie es mit dem hier aussieht. Das sieht doch gut aus. Damit können wir dem schon mal so ein bisschen das Board vollhauen. Sehr, sehr praktisch. So. Machen wir das so. Ihr seht die Kombination. Wie erwähnt, jedes zweite Match ist so. Sehr, sehr beliebt. Und immer wird sie ausgespielt. Okay. So, erstmal Angriff. Und dann spielen wir den einfach mal erneut. Zack. So, er wird dann ins Gesicht gehen und die bekommt ihren Buff. Ist halt dann so. Solange wir mehr Schaden machen, ist es egal. So, wir haben unsere Erdknochenweberin. Das ist sehr, sehr gut. Damit können wir den hier schon mal verstummen lassen. Wenn wir wollen. Oder vertreiben.
das sogar noch ein Dick besser. Dann kann er uns hier nicht auf den Sack gehen. Bam. So, jetzt haben wir natürlich kein Monster ausgespielt. Aber durch den Morkul-Torwächter können wir die wenigstens dann verteidigen. Falls er jetzt wieder eine Kreatur spielt, was er natürlich tun wird. So. Das sieht wiederum natürlich nicht so gut aus. So, wir müssen den Entzug verhindern. Am besten so und so. So, wenn er jetzt versucht, die Kreatur aufzuhalten, dann wird seine natürlich auch vernichtet. Dadurch können wir wenigstens in der nächsten Runde 3 Schaden machen. So, die Kombination, die können wir dann in der 7. Runde spielen. So, er geht da wirklich rein. Schaden ist sogar ganz gut, wenn er das macht. So, wir gehen da rein. Mal sehen, wie ihn jemand gefällt, der sich wehrt. Den hätten wir dadurch loswerden können. Vertreiben. Beste Karte. So. Machen wir das doch direkt mal. Gehen weiterhin aggressiv ins Gesicht. So. Jetzt würde ich gerne den Graustein-Ork spielen. Weil wir, der ist erstens jetzt in dieser Runde geschützt. Und wir unseren Magikerring benutzen können, um den Wald-Ork-Kopfjäger, ich hasse diesen Namen, dann ausspielen zu können. Irgendwo. So, immerhin hat er Ansturm. Da, leck mich am Arsch. Ich hasse das. Ich hasse diesen Einschaden. Da geht er natürlich rein. Da wird er sich dann verteidigen. Das wird jetzt schon ziemlich schwer. Der geht mir schon brutal auf den Sack. So, 2 Schaden. Den würde ich mir sogar fast aufsparen, weil in der nächsten Runde können wir dann dank ihm ins Gesicht gehen. Weil sonst wird er das wahrscheinlich nicht überleben. Machen wir mal so. Weil ich nächste Runde nicht genug Magiker haben werde. Nächste Runde wieder Magiker. Dann hauen wir die 2 hier raus. Und können ins Gesicht gehen. That's the plan. Falls er sich jetzt irgendwie mit irgendeiner Wächterkreatur verteidigt, können wir hier eventuell noch gegensteuern. Außerdem hat er bereits so wenig Leben, da könnte in irgendeiner der Prophezeiungen ein Blitz stecken. Vielleicht auch 2. Und dann wäre er sowieso weg. Der Typ. Sein nächster Schritt muss natürlich sehr überlegt sein. Und er überlegt lang. Ich
Ich werde den Hist beschützen. Das habe ich mir schon gedacht. Aber das ist nicht so schlimm, denn wir machen das hier. Damit können wir hier durchkommen. Und jetzt spielen wir den Ork und können hier direkt ins Gesicht gehen. Cool. Na, das lief doch wie geplant. So, fast habe ich auch die Quest erfüllt. Ganz knapp. Okay, Leute, danke fürs Wiedersehen. Danke fürs Zusehen. Ich bin verpeilt heute. Das ist voll schlimm. Danke fürs Zusehen. Hinterlasst mir ein Abo, falls ihr ganz neu auf dem Kanal seid. Ansonsten baut das Deck nach und probiert es selber aus. Viel Spaß dabei.